Hallo meine Freunde des gepflegten Let's Plays und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Nach der sehr entspannten letzten Folge können wir jetzt wahrscheinlich mit dem alten Priester reden, der eventuell Infos zu unserer Muddels hat. Mal gucken, was er zu sagen hat. Hallo! Asklepios sei Dank. Mögen die Kranken Ruhe finden. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Das ist in Ordnung. Wir sollten gleich mal unseren Bogen upgraden. Haben wir gemacht, sehr gut. Mein Kohl! Okay. Was müssen wir tun? Der heilige Stier ist in der Argolis. Golis, wissen wir, ist das Ding. Der Stier grast im nördlichen Teil des Berges Kynortios. Kynortion. Im nördlichen. Der Stier wurde zuletzt in der Nähe der Ruinen von Asine gesehen. Ja, aber heißt, wir müssen trotzdem erstmal irgendwie da so hin. Ferdinand! Auf geht's, ab geht's! Hopp, hopp! Na los! Na los! Und sonst so, wie geht's euch? Habt ihr euch schon mal auf WhatsApp geguckt, ob euch jemand geschrieben hat? Nein, das war gerade nicht TikTok. Mir nicht. Ich habe vorhin schon geguckt, da wurde mir geschrieben. Wirklich, ich hab Freunde. So, sind wir schon beim Berg Öbby Döbby? Nee. Noch ein ganzes Stück nicht. Eigentlich würde ich gerade WoW raiden. Aber ich bin gebencht. Heißt, ich darf nicht spielen. Und los. Das heißt, ich darf nicht. Ja doch, eigentlich schon. Das heißt, ich darf. Ich könnte auch ein Plus machen oder PvP oder sonst irgendwas. Aber ich will Raid. Auf geht's. Nervt mich im Augenblick ein bisschen. Wir haben zwei Raid-Tage. Jeden zweiten Raid-Tag werde ich gebencht. Der weiße Stier. Bin ich zu spät? Heißt, pro Raid-Tag sind das 3 Stunden von 20 bis 23 Uhr, die wir raiden, abzüglich Pause, abzüglich Trash, abzüglich Lootvergabe, abzüglich all dieser Sachen halt. Raide ich so in der Woche halt 1,5 bis 2 Stunden. Das ist mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Ist der weiße Stier da echt tot? Wenn der heilige Stier tot ist, dann kann ich den ja trotzdem doch dahin bringen, oder nicht? Aber der muss ja geopfert werden. Heißt, der muss dafür leben? Nee, das macht keinen Sinn, oder? Er scheint nicht freiwillig gestorben zu sein. Ich nehme sein Herz für das Opfer mit. Das muss reichen. Fühlt sich nicht sehr angenehm an. Okay, jetzt können wir zurück zum Propheten, oder was? Können gerade wahrscheinlich keine Schnellreise machen. Ich hoffe, dieses Herz reicht. Wenn Sie den ganzen Stier wollen, können Sie ihn selber holen. Weg! Assineruinen! Jetzt können wir Schnellreise machen, glaube ich. Nein, warum nicht? Bin noch nicht in Gefahr oder sonst irgendwas, warum kann ich keine Schnellreise machen? Hä? Das verstehe ich nicht. Wo ist Ferdinand? Na
Komm schon. Ferdinand, komm angerannt. Ferdinand. Das war aufregend. In das Lager schleichen, E drücken, aus dem Lager rausschleichen, noch einen mitnehmen, weil YOLO Swaggins und ja. Coole Aufgabe. Eigentlich wollte ich gegen den Stier kämpfen. Aber Leute, immer noch. Esse ich noch die Frikadelle oder esse ich Brot? Habe ich irgendwas wie Frischkäse oder so? Ich glaub nicht. Das hat niemand gesehen. Nein, dann zählt das Opa nicht. Hast du den weißen Stier? Ja. Ich konnte ihn nicht lebend fangen. Aber ich trage sein Herz bei mir. Das wird nicht reichen, um Asklepios zu besänftigen. Das Tier ist unfreiwillig gestorben. Und mit dem Herzen können wir nur für ein Leben beten. Bitte, Söldner. Der weiße Stier gehörte mir. Meine Farm versorgt die halbe Argolis. Wenn ich sterbe, verhungern die Menschen. Ich flehe dich an. Mein Mann starb durch die Krankheit. Ich habe 2 kleine Kinder. Wer kümmert sich um sie, wenn ich sterbe? Ich habe Geld. Ich bezahle für deine Güte. Ist schon gut. Gib ihnen das Opfer. Das war dein Werk. Du entscheidest, wessen Gebet die Götter erreicht. Ihr Ärsche. Der Bauer, also ein Opfer bringt halt sowieso nichts. Reiche Frau sowieso nicht. Bauer, ich habe den Ochsen nicht getötet, deswegen ist es nicht mein Problem. Und ich habe mir nur das Herz geholt. So, eigentlich hätte er nichts davon bekommen. Wir retten... ich habe jetzt endlich gesehen, wo ich hingespuckt habe. Ich weiß, wie es ist, klein und verlassen zu sein. Betet für das Mädchen. Das wirst du bereuen. Hat er mir gerade gedroht? Eine leichte Wahl, Söldner. Aber so sei es. Der Rest liegt in den Händen der Götter. Ich habe meinen Teil getan. Zu der Spartanerin. Ihr kennt sie? Ihr Besuch bei unserem Heiligtum ist legendär, doch leider war das vor meiner Zeit. Der Mann, den du suchst, ist Midon, der ältere Priester. Er sprach oft von ihr, bevor er sich die Zunge herausschnitt. Die Zunge? Wenn er keine Kranken heilt, findest du ihn im Gästehaus. Er lässt sich dort häufig von den Bediensteten umsorgen. Danke. Nett formuliert. Das werde ich euch nicht vergessen. Und diese Menschen werden es dir nicht vergessen. Kannst mich mal. Ein Herz für eine Hand. Es ist doch allesamt. So, Quests. Befragt Midon, den älteren Priester am Gästehaus. Aber der hat doch keine Zunge mehr. Wie soll ich den denn befragen? Pferd, Jolf. Sehr gut. So, 2 Meter hätten wir, glaube ich, auch ganz kurz zu Fuß laufen können. Vorsicht, niemand darf mich sehen. Wurde ich gerade nicht schon irgendwie gesehen, weil irgendwer meinte, ich habe hier nichts zu suchen? Weil er ist noch nicht so ganz tot dadurch. Ich glaube, es hat noch jemand mitbekommen, dass ich hier gerade wen töte. Eigentlich relativ einfach. Der stand da, dann habe ich einen Schleichangriff gemacht und dann habe ich ihn umgebracht. Oder war es eher so eine ethnische Frage? Rhetorisch? Nein. Ich rege mich nicht auf. Oh,
Och, holt doch nicht die ganze Zeit mehr Leute. Ich will doch nur die Questie machi. Bitte. Und hört mit eurer Bogenscheiße auf. Das ist einfach nur nervig. Oh, Digga. Normaler Pfeil, nice. Oh, der ist tot aus irgendeinem Grund. Der hat mich aber gerade nicht getötet. Der hat doch noch Leben nach dem letzten Hit. Ja, nicht schummeln. Komm, jetzt mach hinne. Die alte Pinne. Der ist tot. Ich glaube, es hat uns niemand bemerkt. Wir können mit dem Priester reden. Ohne Zunge knutschen? Wachen! Die sind tot. Ja. Und ihr seid sicher nieder. Er spricht nicht. Das habe ich gehört. Ich will herausfinden, warum. Krösus hat ihm das angetan. Ah. Ich dachte, er schnitt sie sich selbst heraus. Um seine Loyalität zu beweisen. Und was hätte Krösus davon, wenn sich ein älterer Priester die Zunge herausschneidet? Midon ist ein fürsorglicher, großzügiger Mann. Ich will Antworten von ihm, nicht von dir. Erzählt mir von der Spartanerin und dem Säugling. Er kann nur mit Ja oder Nein antworten. Ich weiß, warum Krösus euch dazu brachte, euch die Zunge rauszuschneiden. In der Nacht, in der meine Martha mit meiner Schwester herkam, hielten die Priester und ihr sie für tot. Krösus wollte nicht, dass ihr das ausplaudert. Es war ganz anders. Was weißt du schon? Du warst doch gar nicht dabei. Er erzählte mir die Geschichte viele Male, bevor die Hexe seine Stimme raubte. Er versuchte, das Kind zu retten. Er tat, was er konnte. Welch ein Zufall, dass er ihr die Geschichte viele Male erzählte. Ich glaube euch nicht. Tot? Wie kann mein Kind tot sein? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hattest Glück, dass sie so lange überlebt hat. Dieser Sturz war verheerend. Mein Kind! Mein Kind! Hör zu, wir können hier nichts mehr für dich tun. Mach dich wieder auf den Weg. Gelobt sei Hera. Sie sind tot. Sie sind beide tot. Reise um die Spartanerin, so weit weg von ihrem Zuhause. Ihr Kind war schlimm zugerichtet und atmete nur schwach. Krösus hätte dir die Zunge rausschneiden sollen. Ich will Antworten. Ach so. Von einem, der in dieser Nacht dabei war. Krösus nahm das Kind an sich, nicht wahr? What the fuck? Ihr durftet nicht mehr reden, um es geheim zu halten. Wo ist Krösus? Jetzt willst du also hören, was ich zu sagen habe? Reiz mich nicht. Sprich. Es gibt einen Altar, zu dem die Menschen ihre kranken Kinder bringen. Dorthin brachte sie das Kind. Du findest ihn nahe der Statue des Apollon Maleatas. Und grüßt es ebenso. Die Menschen suchen in diesem Heiligtum nach Heilung. Doch ich finde hier nur Sterbende ohne Hoffnung. Priester ohne Zungen. Und Kinder, die einer Verrückten überlassen werden. Nein, meine Mutter war eine Närrin, euch zu vertrauen. Ich werde Krösus finden und sie wird teuer für ihre Taten bezahlen. Nö, nur Konodo. Mein Kind, möge Hera unsere heilige Familie segnen. Anbieter der Blutschlinie. Okay, Lido, okay, Lido. Wenn ich meine Martha finden will, ist Krösus der Schlüssel. Ich muss diesen Altar des Apollon Maleatas finden. Kein böses Wort, ihr Ärsche. Oh, wir sind so ein Level up. Stufe 20. Neue Gravur, Schau und Gesundheit verbessert, Alter. Was haben wir denn hier so Schönes bekommen? Nur Crap, oder? Quests. Finde und erreiche den Altar im Wald. Fähigkeiten. Ein Fähigkeitenpunkt.
Mabida-bida. So, Söldner noch. Achso, Moment. Söldner ist für mich wieder relativ uninteressant. Ne? Eva Gorras, der Schleicher, Schwörni Mörni. Kultisten wollte ich gerade nochmal gucken. Ist sie das? Ja. Okay. Dann machen wir aber einen kleinen Cut. Wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge. Bis dann aber. Haut rein. Tschüss.